Und da gibt es eine Gruppe, die macht den Anfang. Und das ist Easy Eight mit Anastasius, Benjamin und Luca und Matthias. Und die bitte ich jetzt alle vor auf die Bühne, damit ihr uns erzählt, wieso euer Projekt wichtig ist, was ich definitiv finde, weil ich es schon kenne. Ja, mit Easy Aid haben wir hoffentlich auch das Problem lösen, dass ca. nur 19% aller Menschen sich bereit fühlen und sich auch trauen, in einer Notlage auch helfen zu können als Ersthelfer. Und das Problem wollten wir mit Easy Aid angehen. Genau, also ist das, was wir an diesem Wochenende gebaut haben, eine Entscheidungshilfe bzw. allgemeinen Rückgrat für Notfallsituationen, in denen Erste-Hilfemaßnahmen umso wichtiger sind. Genau, kannst du vielleicht eins weitergehen? Genau. Was wir uns auf jeden Fall erstmal gemacht haben, ist ein sogenanntes Kanban-Board. Bedeutet, wir haben uns erstmal die Aufgaben aufgeschrieben und dann gelistet, ja, was haben wir überhaupt für Aufgaben, welche Aufgaben machen wir gerade und welche davon sind fertig, um erstmal einen allgemeinen Überblick zu haben über das System und natürlich auch ein Mockup über die App, die wir bauen wollten und wie sie funktioniert. Genau. Ja, also hier ist die allgemeine Design-Idee. So ein Homepage mit einem großen Knopf, wo Notfall steht. Und ja, wenn man den Knopf drückt, dann kommt so eine Frage und ja, nein, man darf ja oder nein entscheiden. Es gibt auch diese Defibrillator-Finder und auch einen Algorithmusbaum. Ja, hier wird je nach Frage also ein anderes Ergebnis bekommt, um wie man die Situation behandeln soll, also wie man da handeln soll. Zum Beispiel, falls die Person ansprechbar ist, geht man hier runter und falls nicht, hier runter. Ja. Genau, als System haben wir in dem Fall Flutter benutzt, beziehungsweise Dart. Das Gute an Flutter ist einfach, man schreibt den Code einmal und kann es für Linux, für Windows, für Android oder für Apple benutzen. Das ist in dem Moment egal. Und um die Defibrillatoren in der Nähe zu finden, haben wir OpenStreetMaps benutzt. Okay, nee, das zeigst du. Genau, ich habe das Programm. Hier, also so sollte das dann aussehen, ungefähr, wenn man die App öffnet. Hier ist der dicke Notfallknopf. Da kommen jetzt die Ja-Nein-Fragen, die einen dann immer weiterleiten. Soweit sind wir leider noch nicht. Und hier kann man die Defibrillatoren dann finden. Da werden dann Adressen aufgelistet und jeweils Links, wie man am besten da hinkommt. Genau. Ich glaube, ihr merkt alle, wir haben noch wahnsinnig viele Dinge, die wir noch fertig schreiben wollen, besonders die Dinge, die wir in dem Mockup gemacht haben, das ihr ja auch eben gerade gesehen habt. Auch haben wir vielleicht überlegt, ob man für die Herz-Lungen-Wiederbelebung diese Zyklen, also irgendwie 30 Mal drücken, zweimal beatmen, in einem Timer irgendwie darstellen kann, weil ich glaube, besonders das könnte auch helfen. Genau, kannst du. Ja, also danke an unsere Mentees, also Anja und Annie. Als auch an die gesamte Orga. Das war ein wahnsinnig tolles Wochenende. Und bin ich weg? Nee. Und danke an euch alle. Ihr wart wahnsinnig toll. Ja, im Namen von allen, Dankeschön. Ganz lieben Dank euch. Super Projekt und genau wie ihr gesagt habt, es geht ja gar nicht in der Zeit des Wochenendes, dass man die Projekte irgendwie
total fertig bekommt, aber man hat die ersten Ansätze und ich finde eigentlich, dass es immer erstaunlich ist, wie weit alle kommen und eure Idee ist auch super schön. Also ganz lieben Dank. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, wenn man es hier sieht, was ihr auch noch gemacht habt, ihr habt es auch noch dokumentiert, das ist auch immer noch schön. Immerhin habt ihr auf Git auch noch einen Link, wo man also auch noch reinschauen kann. Das ist auch immer uns ganz wichtig auf den Events, dass man möglichst das, was man produziert an Code, auch der breiten Öffentlichkeit verfügbar macht. Weil vielleicht will jemand daran ansetzen oder weitermachen. Genau, und das